Boah, Gänsehaut. Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zur Katzenshow. Freunde, ihr dürftet abstimmen, abwählen, wie auch immer, was als nächstes bewertet werden soll. Und auch das werden wir jetzt weiterhin so machen. Ich werde mir immer wieder Sachen raussuchen, wo ich mir denke, ja, vielleicht. Und ihr entscheidet dann erstens hier und natürlich auf Instagram. Ja? Ihr habt euch entschieden, dass Dame an den zweiten Platz rutscht. Das bedeutet, ich mache den heute, ne? Kann man ja einfach mal machen. So, Freunde, ihr habt mir gesagt, dass das ein ziemlich nostalgischer Song wird. Also geht davon aus, dass ich circa alle 10 Sekunden pausieren werde. Let's go. Noch ganz kurz, ich werde ziemlich oft gefragt, wo ich mein Mauspad her habe. Das ist kein Joke, weil da kein Logo drauf ist und nichts. Ich packe euch den Link in die Beschreibung, falls ihr das haben wollt, ne? Dann ist es da unten. Okay. Nostalgie ist da. Ich schmeiß die Glotze an, doch finde kein Programm, das mir entspricht. Werbung zwischen schlechten Filmen und dafür zahle ich auch noch Gis. Auf jedem Kanal läuft nur noch Mist, unsere Gesellschaft verblödet. Wo sind die Helden meiner Jugend? Für mich war Fernsehen das Größte. Ich kenn jede Serie der 90er, hab keine verpasst. Egal ob David der Kabouter, Blinky Bill oder die Mighty Ducks, Pinocchio, Pumuckl, der Pinky und der Brain. Heute gibt es davon. Holy shit, okay, der fängt ja richtig oldschool an. Also, Pumuckl, ja gut, mit Meister Eder war jetzt nicht so meine Welt, muss ich sagen. Mighty Ducks, extrem geile Comicserie gewesen, oder Zeichentrickserie, habe ich extrem gefeiert. Mit den anderen habe ich jetzt nicht so viel zu tun gehabt. Ist er mein Jahrgang? Ich bin mir gar nicht sicher, aber kommt mir ein bisschen so vor, wenn er darüber redet. Beat sehr langsam, sodass er ein paar Triolen raushauen kann. Wir wollen ja auch ein bisschen über das Musikalische reden, nicht nur über den Inhalt. So ein paar Triolen, weil das halt sehr langsam ist, das geht ganz gut. Schlechten Filmen und dafür zahle ich auch noch. Ich finde seine Stimme sehr angenehm da drauf. Der Effekt am Anfang auf dem Intro, ja, fand ich jetzt nicht so geil. Er wollte halt so einen gewissen Nostalgie-Radio mit Rauschen vom Fernseher und so weiter. Ja. Ist okay. Let's go. Von nichts mehr, nur noch Biggie und den Dame. Sag mal, kannst du dich erinnern an Biene Maya und an Scooby-Doo, an Alvin und die Chipmunks, an Bugs Bunny und die Looney Tunes, an DuckTales? Nichts. Geil. Das war so eher meine Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. DuckTales, ich habe es, ohne Scheiß, ich habe DuckTales geliebt. Ja, ich krieg gerade auf jeden Fall ein paar Flashbacks, Alter. Wissen vielleicht nicht viele, aber ich habe ja eigentlich fast nur Comic und Anime-Helden auf meinem Arm tätowiert, weil, ja, wie soll ich das sagen, es sind halt Kindheitserinnerungen und es ist, glaube ich, so eine Kompensierung des, wie soll ich sagen, ich hatte nie einen Helden in meinem Leben und ich glaube, deswegen habe ich überall Helden, also auf meinen Beinen habe ich Punisher und einen Samurai, so auf dem Arm habe ich nur so Superhelden, sag ich mal. Ich kann das sehr gut verstehen, ich bin, glaube ich, genauso aufgewachsen wie er, mit genauso einem Scheiß, wow. Es war so spannend wie die Abenteuer von Captain Baloo, Ich wusste es, Digi. So, Freunde, das ist noch nicht das offizielle Tattoo-Video, aber wenn wir schon über das Thema reden, Kid Wolkenflitzer aus Captain Baloo, Darkwing Duck und natürlich König der Löwen. 100% kommt gleich auch noch Chip und Chap, den Kollegen habe ich hier unten. Also von daher, Dame, Alter, ich fühl den Scheiß. Reisen wie Pfeifel um die Welt wie Willy Fox, so viel erleben wie Dorothy, der Zauberer von Ost. Böse Geister bekämpfen wie die Ghostbusters. So schnell laufen wie Speedy Gonzales, so schnell laufen wie der Roadrunner. Meistens war ich viel zu lange wach, die ganze Nacht, der Stark wie ein Duck und danach. Boah, Alter, Alfred Jodokus Quack. Darkwing Duck. Also, man sieht ihn jetzt gerade leider nicht. Ich mache mich mal ganz kurz weg. Da ist er. Darkwing Duck war, glaube ich, vielleicht sogar mit meiner Lieblingsserie. Zusammen mit Chip und Chap, würde ich jetzt mal beinahe behaupten. Weil ich fand Darkwing Duck einfach so genial mit seinen Sprüchen. Gerade eben bei Speedy Gonzales hat man wieder gehört, diese leichte Triole. Schnell laufen wie Speedy Gonzales, so schnell laufen. Weil der Beat halt schon relativ langsam ist und er kann halt flowen. Ne? Also von daher auf jeden Fall Props. Wow, es erinnert mich an ein Lied, das ich selber mal gemacht habe. Keine ist wie du heißt das. Da habe ich ungefähr, ja, auch Serien und Filme aufgezählt und so weiter aus der Vergangenheit. Aber habe das alles auf ein Mädchen bezogen.
Könnt ihr euch mal reinziehen? Die Wiederholung von Alfie, die Lokus Quark. Am nächsten Tag dann in der Schule geschlafen. Ich frag mich, ob meine Kinder auch mal so eine Jugend wie ich haben. Denn ich wollte fliegen wie Peter Pan, schießen wie Lucky Luke, stark sein wie Hulk, und am Ende wird dann alles gut. Ich will euch die Helden meiner Jugend zeigen. Komm, wir stoßen an und Prost auf die guten alten Zeiten. Ich krieg Gänsehaut. Wow, ist der Refrain schön. Krass. Boah, ich weiß gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich fühle den Scheiß. Das ist für mich, das war meine Kindheit. Das war mein komplettes Leben eigentlich, könnte man sagen. Also immer, wenn ich zu meiner Oma abends irgendwie gegangen bin, 18 Uhr ging das meistens so los, 17.30 Uhr auf Super RTL, ging's dann nach und nach, ne, alles Chip und Chap, Darkwing Duck, Captain Baloo, bom, 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 badam, bom, badam, badam. Das ist Kindheit. Das war, ja, und wenn ich mal sehe, was heutzutage im Fernsehen läuft, also es tut mir leid für die Leute, die jetzt aufwachsen, weil sie das alles nicht erleben konnten. Und ich dachte eigentlich nicht, dass ich irgendwann mal so ein Mensch werde, von wegen früher war alles besser und so weiter. Nicht alles, auf gar keinen Fall, aber Comics, Zeichentricks, Comics, Zeichentrickfilme, Fernsehen im Generellen, war früher bei weitem besser. Es wurden Werte vermittelt. In diesen Zeichentrickserien wurden Werte vermittelt. Das müsst ihr euch mal überlegen. Heutzutage wird nur noch, ne? Fliegen wie Iron Man, schießen wie Robin Hood, stark sein wie Popeye, und am Ende wird dann alles gut. Ich will euch die Helden meiner Jugend zeigen. Hoch mit den Gläsern und Prost auf die guten alten Zeiten. Tim und Struppi waren eine Serie, die man lieben muss. So wie Tom und Jerry, Hero, Turtles oder Geschichten aus der Gruft. Es war eine Ich könnte die ganze Zeit jedes Mal stoppen und eine Story erzählen oder so. Tim und Struppi, meine Mutter hat diese Comics gesammelt. Und ich muss sagen, ich habe die Serie gar nicht geguckt als Serie oder als, ab und zu kam man Film, glaube ich, oder so, weiß ich nicht mehr, aber ich habe die Comics gelesen, also das waren wirklich so richtig große Bücher waren das. Ja, ich glaube, das war so der Anfang von Comics lesen bei mir. Schöne Zeit und diese kommt nicht wieder. Frag doch deine Freundin, denn sie erinnert sich bestimmt noch an Mila. Am Bibi, Blocksberg, Ariel, bei Heidi bin ich mir sicher. An Scheherazade, Hani und Nani, Kali mehr. Heutzutage wird man sagen so, was, Bibi Blocksberg, bah, wie schwul, Junge. Früher war es normal. Ja, ich hab Bibi Blocksberg, hab ich gepumpt wie Sau, Alter. Na, da lief ab und zu mal Eminem, ab und zu mal Tupac und ab und zu lief Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Ist einfach so, ne? Und auch da muss ich sagen, ich habe alle Kassetten, so diese kleinen Kassetten noch, hatte ich früher. Wahnsinn. Also was er da gerade bei mir auslöst. Ich finde, man muss hier gar nicht groß über das Musikalische reden, weil der Inhalt gerade, muss ich sagen, spricht so komplett für sich. Und es ist halt ein Flashback für alle, die damit aufgewachsen sind. Das ist eine starke Hommage daran, wirklich. Also. Und Priscilla, Max und Moritz, auch sie haben zur Jugend gehört. Ich war ein riesiger Fan von He-Man und dem Masters of the Universe. Spider-Man mit Peter Parker, Disneys große Pause, Woody Woodpecker, die Bieber-Brüder, Flipper und Lopaka. Da gab's Is No Good, er wollte an dem Platz des Kalifen, da gab's die Glücksbärchis. Alter, Is No Good, auch geil. Ich glaube, es hat Ewigkeiten gebraucht, bis ich verstanden habe, dass Is No Good, der Name einfach bedeutete, ist nicht gut, also ist kein guter Mensch. Das hat Ewigkeiten gebraucht. Wahnsinn. Boah, Leute, ich versuche gerade, ich will gar nicht so oft pausieren, aber ich glaube, jeder, der damit aufgewachsen ist, der kriegt gerade einfach Flashbacks, und die will ich halt mit euch teilen. Und das ist halt ja entweder musikalischer Natur oder jetzt halt wirklich mal so ein bisschen Real Talk. Krass. Als die Tiere den Wald verließen, Verdi, die Ameise, brachte mich damals zum Grinsen. Genauso wie Pengo, Timon und Pumba und vor allem die Simpsons. Meine Schwester mochte Mowgli nicht, ohne Witz, doch waren wir uns nicht einig. Lief am Ende einfach Asterix und Obelix. Fliegen. Mowgli habe ich auch geliebt, Alter, das Dschungelbuch. Die Originale, ich weiß noch, die König der Löwen, die Originale. Boah, ich hör auf. Peter Pan, schießen wie Lucky Luke, stark sein wie Hulk, und am Ende wird dann alles gut. Ich will euch die Helden meiner Jugend zeigen. Komm, wir stoßen an und Prost auf die guten alten Zeiten. Fliegen wie Iron Man, schießen wie Robin Hood, stark sein wie Popeye, und am Ende wird dann alles gut. Ich will euch die
Helden meiner Jugend zeigen hoch mit den Gläsern und Prost auf die guten alten Zeiten. Mittlerweile hat sich alles verändert. Wo ist Simba, der pinke Panther? Wo ist Garfield? Wo sind Vicky und die starken Männer? Chip und Chap, die Ritter des Rechts. Dragon Ball Z, die Gl- Ich hab's gesagt, Chip und Chap wird auch noch kommen. Genial. Dragon Ball, ja. Ich muss gestehen, Dragon Ball Super habe ich immer noch nicht gesehen. Ich weiß nicht warum. Ich bin einfach irgendwie, glaube ich, an einem Punkt, wo ich Animes zurzeit einfach nicht gucken möchte, weil ich Angst habe, dass ich mir diese Vorstellung oder diese Nostalgie, die ich früher damit verbunden habe oder die ich jetzt damit verbinde, was ich früher hatte, ne, dass ich mir das ein bisschen kaputt mache, habe ich ein bisschen Angst vor, weil ich sag mal so, bei Computerspielen habe ich das fast gemacht. Ich habe letztens Final Fantasy, ich glaube, 7 oder so ein Remake versucht zu spielen, so ein HD-Remake. Da hat man erst gemerkt, so eigentlich war das alles echt scheiße von der Grafik. Aber zu der Zeit war das einfach, das war einfach schön. Es gab nichts Besseres. Und Final Fantasy 7, 8 auf dem PC habe ich sogar noch original als CD hier liegen. Das waren noch Zeiten. Ne? Und deswegen will ich mir das, glaube ich, nicht kaputt machen. Früher oder später werde ich das alles schauen, aber boah, krass. Dame. Kleine Pippi Sailor Moon, wo ist Inspector Gadget? Benjamin Blümchen, die Schlümpfe in einem Land vor unserer Zeit. Zed wie Zorro, alter Sancho und Pancho hatten so Style wie Nils Holgersson, Superman. Und ich sag danke für Batman und Robin, Fred Feuerstein und die Gummibärenbande. Die Ba-Ba-Ba-Bas, die blaue Elise, Susi und Strolchi, die Kickers und eine fröhliche Familie. Ich schreib diesen Track, um euch nie zu vergessen. Und wenn ich heute an euch denk, bringe mich noch immer zum Lächeln. Ich finde Family geil und Drawn Together echt geil. Doch nicht wie der Traumstein, denn ich saß wie gefesselt daheim. Und nein, diese Serie, ich vergesse sie sicherlich nie. Im Gegenteil, ich kenn sogar noch deren Titelmelodie. Und die ging schöner als ein Traum. Boah, Gänsehaut. Boah, also wenn es jetzt nicht 30 Grad draußen wäre, würde ich sagen, mir ist arschkalt. Männer stehen dazu nicht. Krass. Boah, ich habe richtig Gänsehaut gerade bekommen. Wow. Könnte ein Song sein, der mich gerade einfach berührt. Warum? Ja, weiß nicht. Nostalgie ist halt Nostalgie, ne? Was soll man dazu groß sagen? Es ist halt, man verbindet damit Sachen. Ich will nicht sagen, dass es die besten Sachen überhaupt waren, sondern es waren die Sachen, die man damit verbunden hat. Wie zum Beispiel ich die Zeit mit meiner Oma. Ne, die jetzt 95, 96 ist. Und ich habe mit ihr das komplett alles geguckt und sie saß immer da und hat ihre Zeitung gelesen, weil die das nicht gejuckt hat. Ja, Freunde, baut euch sowas auf. Guckt euch keine Scheiße an, sondern guckt euch Sachen an, die euch Werte vermitteln. Heutzutage ist das schwierig, ich weiß. Aber ich glaube, wenn man sucht, dann findet man noch diese Perlen, die einem, den richtigen Weg im Leben weißt. Und ich glaube, das waren früher wirklich die Comics, die mir gezeigt haben, dass es für alles Gerechtigkeit gibt. Chip und Chap, sage ich nur. Die Ritter des Rechts. Schweben durch den Raum der Illusionen, dorthin, wo Träume wohnen, ins Reich der Fantasie, weiter als der Mond. Fliegen in die Zeit in ein Geheimnis. Wunder kann man erleben in einem schönen Traum. Also was ich auch nochmal jetzt musikalisch sagen muss, ich finde es krass, was für Harmonien er trifft, also wie er wirklich seiner Stimme noch mehr Präsenz gibt, indem er seine sowieso schon sehr heftige Stimme nochmal doubled mit anderen Stimmlagen, die höher sind und nochmal tiefer sind. Das ist unglaublich schön gemacht und gibt einem wirklich gerade im Refrain ein heftiges Feeling und steigert sich absolut zum Part. Ja, Freunde, ich glaube, ich brauche da gar nicht mehr so viel zu sagen. Das hat mich, also vielen, vielen Dank an alle, die dafür gestimmt haben und alle, die das überhaupt vorgeschlagen haben, dass ich diese Perle tatsächlich mal kennenlernen durfte. Und Dame, ich fühle den Scheiß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In dem Sinne, macht es gut. Peace.